So, David, ja, möchtest du uns erzählen, warum wir heute hier zusammen in diesem Humvee sitzen und durch die Zone düsen und warum du für Auto fährst und nicht ich? Ja, du willst erzählen, deswegen muss ich fahren. Achso. Du hast doch gesagt, ich soll fahren, ich kann nicht gucken. Ja, richtig. Ich weiß immer noch nicht. Oder Intros alleine, Mann! Können wir nochmal zurückfahren? Können wir es noch neu aufnehmen? Ich hatte jetzt eigentlich gerechnet, dass du sagst, nein, wir nehmen das Intro. Komm, fahr zurück, Alter. Wir nehmen das Intro. Das Intro ist super, du Arschloch. Ich hab gerade tot gefahren. Entschuldigung. Ich bin gerade tot gefahren. Auf Rand tot zu fahren, Mann. Ne, ja, das Intro war super. Ich wollte es nehmen. Jetzt fährst du wieder zurück. Jetzt zwingst du mich dazu, Neues aufzunehmen. Ah, oh Gott. Stopp, hier ist noch ein Auto. Wow, David. Siehst du, wozu du mich zwingst? Siehst David, du das? David, hör auf, das Ding zu bumsen, bitte. So, hallo und herzlich willkommen. Ich dachte mir heute, ich nehme zusammen mit meinem besten Freund und Partner und David zusammen einen Podcast auf. Ja, wir nehmen einen Podcast auf über Moon L7, ja, und wir klären Fragen, die euch schon immer brennend interessiert haben. Ich weiß, viele von euch sitzen jetzt direkt schon auf der Kante des Stuhls und denken sich so, wow, Moon Dai, alle meine Fragen werden geklärt in diesem Video. Wow, David, und was können wir dazu nur sagen? Es ist kein Podcast, sondern ein Podcast. Oh shit, Alter, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Du hast recht, Alter. Ja, wir machen. Hallo und herzlich willkommen. Wir machen gerade einen Podcast. David und ich sitzen zusammen im Humvee. Wir fahren zusammen durch die Zone, Pripyat, um genau zu sein, beziehungsweise um Pripyat herum. Wir sind auf der gleichen Karte, die wir auch für das Stalker-Event benutzt haben, die eben speziell dafür gemacht wurde. Und David ist heute mein Fahrer. Dementsprechend lehnt euch zurück. Achso, fahr mir hier links. Ich wollte den Jungs was zeigen. Ich möchte euch heute nämlich ein bisschen was darüber erzählen, was sozusagen bei Moon L7 abgeht. Was ist da eigentlich los bei Moon L7? Ja, ich glaube, ich nenne das Video sowas wie "Wir müssen mal reden, Community". Ist es gut, David, oder? Es ist lustig, dass das letzte das PewDiePie-Video, was heute rausgekommen ist, heißt "We must talk". Ja, das wusste ich übrigens nicht, aber okay, ich das weiß, ist cool. Ich weiß, dass du nicht wusstest, aber ich wusste es und ich finde es ziemlich lustig. Ja, wir müssen nämlich mal reden, liebe Community. Wir sind nämlich tatsächlich gewachsen, ja. Wir sind gewachsen, mittlerweile ja, ist Moon L7 auf 350.000 Abonnenten gekommen. Alles dank David und ich habe auch ein, zwei Sachen gemacht dabei. Hier links irgendwo. Pizmeet und alle anderen Leute, mit denen wir jemals aufgenommen haben und all die ganzen Kollaborationen und all die ganze harte... Hier einmal links bitte, einmal 90 Grad bitte. Und es ist so, dass, wie soll ich sagen, ich nicht viel mit euch kommuniziere, sondern ich meistens meine Videos mache. Und nachdem ich die Videos gemacht habe, dann davon ausgehe, wow, fuck, wir konnten da durchfahren, Alter. Ach so. Entschuldigung. David, der, wie heißt du nochmal gleich? Vodcast ist definitiv langsam, ungelogen, Alter, das ist das Problem gerade. Ja, es gibt einfach ein, zwei Unklarheiten und die wir einfach mal klären müssen, die David und ich klären müssen, ja, ganz einfach. Wollen wir aussteigen und uns das Ding angucken? Achso. Ja, weil das ist eine Sache, die wird nicht in den Stalker-Videos gezeigt und das passt ganz gut mit den Vodcast. Wärst du gerade ernsthaft rückwärts da rein? Wow, David, Alter, absolut großartig, wirklich. Ja, Entschuldigung, dass ich mit dem Ding überall durchfahren kann, aber hier nicht. Und das heißt, wenn du bemerkt hast, ich bin eine wunderschöne Frau. Ja, wir hätten für jede Frau, die auf dem Stalker-Server gespielt hat, einen Frauenskin bereit gehabt. Sogar mit schicken Haaren. Guck dir das an, ja? So viel zum Thema Diversity, ja? Ich wollte nämlich, dass auch Frauen sich wohlfühlen bei uns. Oha. Alle zwei. Es haben sich übrigens zwei nur angemeldet für den Stalker-Server von 8200. Okay. Irgendwas. Ich hab eine getroffen. Ich bin sehr stolz auf mich. Ja, tatsächlich wurden beide sogar angenommen. Das lag hauptsächlich nicht an ihrem Geschlecht, möchte ich anmerken. Das war kein Pussy-Pass, das war tatsächlich, weil sie sich gut beworben haben. Worauf wollte ich hinaus, David? Ach so, genau. Ich wollte euch erklären heute, wie entsteht eigentlich so ein Moon L7-Video? Ja? Und warum gibt es immer so viel Verwirrung? Was ist da los? Warum Moon L7? Du sagst immer, du machst diese qualitativen Videos, aber du sagst uns nie wie. Und in letzter Zeit sanken die Videos. In meiner Erinnerung war alles größer. Auch mein Kinderzimmer von damals. Ja, worauf ich hinaus möchte ist, David, hör auf, dir das Ding so akribisch anzugucken. Du machst mich wahnsinnig dabei. Tut mir leid, ich habe vielleicht versucht einzusteigen. Achso. Heute ist aber, läuft bei dir, ne? Ja, ich weiß nicht, ob wir vorankommen, ganz ehrlich, David. Kommen wir gerade voran? Hast du das Gefühl? Ja, ganz ehrlich, es ist verwirrend einfach nur. Wir, weißt du, wir finden keinen Punkt da. Wir müssen auf den Punkt kommen.
Ja, das ist richtig, du wolltest hier hinfahren. Du warst aber gerade am Ausführen, deswegen wollte ich dich unterbrechen. Achso, Entschuldigung. Ja, du hast absolut richtig. Also, was ist eigentlich los mit Muna 7? Also, erstmal, warum zum Teufel mache ich so wenig Community-Interaktionsvideos? Und warum müssen wir dafür irgendwie so ein komisches Stalker-Event machen, in der Welt rumfahren? Und warum habe ich plötzlich Bubis und erzähle euch irgendwas davon, was mit Muna 7 los ist? Also, folgendermaßen, ja. Und jetzt kommen so ein paar schwere Worte. Ich habe ja da immer so eine kreative Vision, was YouTube-Videos angeht und gewisse Qualitätsansprüche. Ich möchte ja ganz gerne, dass jedes Video, was ich mache, wo David freundlicherweise auch immer wieder mithilft, immer dann, wenn er gerade nicht arbeiten muss oder wenn er eben gerade Zeit hat am Wochenende für die paar Stunden, möchte das, was Cooles ist, dass das Video was Gutes ist, ja, dass wir nicht irgendwelche Videos rausbringen, nur weil wir eins rausbringen müssen. Ich möchte niemals in der Situation sein, wo ich einen Upload-Plan habe und auf dem Upload-Plan steht, altes Live immer am Samstag 14 Uhr. Gut, dann kann das natürlich gut gehen, dann nehme ich, dass man irgendwie immer was Cooles aufnimmt für diesen altes Live-Samstag, aber irgendwann ist es so, du hast diese Deadline da. Du machst kreative Arbeit und dir wird gesagt, ey, du musst um 14 Uhr dringend ein altes Live-Video rausbringen. Ist cool für den Zuschauer, klar, keine Frage, ungelogen, ey. Ich glaube, eine Sicherheit zu haben ist immer was Cooles, dass man sagen kann, hey, hier unten am Boden halt. Dass man sagen kann, hey, übrigens, ich kriege mein Video, ich kriege meinen Fix an coolen Videos und ich kriege meinen Fix an Videos und das ist, wie soll ich sagen, auch noch zeitlich geregelt. Yay, cool, ich muss einfach nur an den und den Zeitpunkt vorbeigucken. Aber das funktioniert nicht so ganz mit den Qualitätsansprüchen, die ich habe. Denn wenn ich nichts Gutes aufnehme, kann ich nichts Gutes rausbringen und wenn ich nichts Gutes rausbringen kann, bringe ich nichts raus. Das ist immer so der Qualitätsanspruch, der da war. Ja, gibt es große Abstände zwischen den Videos. Zum Beispiel, wir haben NoPixel aufgenommen, David, wir beiden, ja, NoPixel. Ich habe es gesandt als coolste Rollenspielmod, die es derzeit gibt da draußen. Einfach nur, weil es mal was Neues ist, so. Ja, das war noch vor Stalker und so weiter. Fühlt sich unwohl, wenn eine Frau dir so nah kommt, David? Nee, ich kann ja nicht auf die Boobies gucken, wenn du so nah bist. Achso, okay, cool. Ja, und was haben wir also gemacht? Wir sind auf NoPixel gegangen, haben den Kram aufgenommen. Wir haben sogar jetzt schon Aufnahmen, die diese Polizeisache weiter aufklären, aber ich kann sie nicht schneiden, weil ich jetzt Stalker schneiden muss und weil ich aus jedem Arsch aus dem Arsch blute. Nee, weil ich ungelogen, weil ich so viel Scheiße zu tun habe. Ich komme nicht hinterher mit dem Videoschneiden so. Und das Problem ist, ich bin der Einzige, der ein Video schneiden kann, weil eben die Videos auf meiner Festplatte liegen. Ich kann nicht einfach jemand anderen schicken und sagen, hey du, mach mal fertig. Weil gleichzeitig andere Leute vielleicht nicht, oder weil ich niemanden kenne, der die gleiche Art und Weise von Qualität im Anspruch hat. Yo. Verstehst du, was ich meine? Gesagt, du bist auch der Einzige, glaube ich, der sich so gut mit dem Programm, mit Adobe auskennt. Also, ja, richtig, ja. Beim erstmal, keine Ahnung, so gefühlte mehrere Terabyte durch die Gegend ballern, damit das Videomaterial auch dann bei dem anderen ist und dann müsstest du es dann zusammenschneiden, dann müsstest du das vom Prinzip her auch komplett abnehmen und gucken und passt das überhaupt und dann müsste man hingehen und quasi du die gleiche, weißt du, im Adobe haben die gleiche Ansicht, dann müsstest du dir die Adobe-Files schicken, ist halt auch dann, ist es ineffizient. Ja, absolut ineffizient. Ja, das ist genau das, was ich sagen wollte. Gut, ja, aber wie kriegt man ein gutes Muna 7 Video zusammen, ja? Und es gibt immer wieder, oh Gott, in letzter Zeit wird es immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, umso mehr die Muna 7 Community gewachsen ist, umso weniger wurde dieses Club-Feeling und umso mehr wurde sozusagen daraus eine große Community mit vielen verschiedenen Menschen, die aus vielen verschiedenen Ecken kommen. Was übrigens gut ist, und bleib mal kurz stehen, David. Und ich habe das Gefühl, ja, dass da draußen vom Prinzip her, dass immer wieder das Gleiche ist, ja. Irgendwelche Leute finden einen coolen Streamer, irgendwelche Leute finden einen coolen YouTuber. Man ist so im Club der ersten 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Irgendwann kommen immer mehr und mehr Leute. Und dann denken sich die Leute, die ganz am Anfang dabei waren, hey, damals, als ich im Club dabei war und nur du zusammen mit mir im Twitch-Chat waren, war alles cooler. Und jetzt ist alles größer und jetzt ist alles unpersönlicher. Und irgendwie ist es jetzt alles so, wow, wo ist mein cooler Club von damals? Verstehst du, was ich meine? Ja, gut, das ist die Problematik hast du ja bei allem. Das ist ja egal, wenn es größer wird. Also, weil am Anfang ist man quasi viel näher an den Leuten dran und hat einen viel persönlichen Kontakt und das hört halt irgendwann auf. Ich meine, wenn du jetzt irgendwo hingehst und triffst dich mit 5 Leuten, kann sich mit 5 Leuten besser unterhalten, als wenn da auf einmal 200 sind. Ja, das ist richtig. Obwohl ich immer noch auf jede E-Mail antworte, die mir geschrieben wird. Wenn mir einfach die Leute keine E-Mail schreiben, dann, ja, kriegen wir keine Antwort. Ja, das ist ja, wie bei Facebook. Facebook versuchen wir ja auch immer, möglichst allen Leuten zu antworten. Gut, wenn jetzt natürlich einer schreibt, hallo, dann kriegt dann keine so. Antwort. Das aber, hallo, kann man nichts schreiben. Ja, ich meine, das ist wie bei so einer Dating-Website. So, wenn du schreibst, hey girl, wanna fuck? Und so, viel Glück auf jeden Fall. Viel Glück, definitiv. Ja, aber das war halt auch eben die Sache mit den Bewerbungen und so weiter. Ja? Möchtest du weiterfahren, David? Du siehst ja aus, wenn du unbedingt weiterfahren möchtest.
Die Sache mit der Bewerbung hier für den Server, so. Ja, wie sieht's eigentlich aus, so? Warum wurde ich nicht genommen? So, warum habe ich keine Ablehnung bekommen? Oder warum wurde ich nicht, wie nennt man das nochmal? Absage. Warum habe ich keine Absage bekommen von dem RP-Server? Hauptsächlich, weil der Daniel alleine da saß und sich durch den Haufen von Bewerbungen gewühlt hat, mehr oder weniger. Ich habe das tatsächlich alleine gemacht. Ich habe die ganzen 8000 Bewerbungen mir angeguckt. So, neben Videoschneiden und den ganzen anderen Kram machen. Da hätte ich mir tatsächlich vernünftig Hilfe suchen können. Aber, ich hatte einfach einen Abend Zeit und habe einfach das Ganze durchgepowert in ein paar Stunden. Ja, ich konnte nicht allen Leuten Absagungen schicken, sagt man das so? Ja, ne? Aber ich habe es versucht. Schicken? Absagen, ja. Genau. Ich glaub, die Leute wissen, was du meinst. Ja, aber ich habe echt mein Bestes getan. So, ich versuche wirklich, es allen möglichen Leuten recht zu machen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich versuche es zu vielen Leuten recht zu machen. Ich bin ganz ehrlich. Ja, und jetzt bin ich hier in der Situation, wo ich einfach mal wieder so ein Community-Newsflash, Community-Update. Was ist eigentlich mit Muna 7 los? So, warum müssen wir reden so? Irgendwie haben wir voll um heißen Brei rumgeredet. Alle Leute sind verwirrt und denken sich so, worüber will der eigentlich reden? Ich möchte heute erzählen, wie entsteht ein Muna 7 Video, um ganz viel Klarheiten zu bringen. Es gibt nämlich so viele, wie soll ich sagen, Missverständnisse, die in letzter Zeit aufgetaucht sind. Ja, irgendwelche Leute schreiben unter die Stalker-Videos so, wow, das ist so ein RP-Server. Und ich verstehe unter RP das, warum macht ihr das denn nicht so, wie ich das sehe? Also, jetzt geht's los, David, so. Okay, wie entsteht ein Muna 7 Video? Daniel approved, featuring Davy the Dave, yo, und Knüppelbasse und Lucky und all die ganzen anderen Bums, also. Okay, also. Wo fangen wir an? Wir fangen erstmal am Anfang an. Also, was für Ressourcen haben wir? Wir haben die Ressourcen Muna 7 Team. Was ist Muna 7 Aufnahmeteam? Wer ist aktives Muna 7 Aufnahmeteam Mitglied, David? Das bin ich. Und dann bin ich das. Dann kommt lange nichts, dann komme ich nochmal und dann kommst du. Und genau. Dann irgendwann wird abgeschlagen Knüppel, Mario und Lucky. Haben wir jemanden vergessen? Ich überlege auch gerade. Knüppel, Mario, Lucky? Du, ich? Nee, das war's, ja. Fünf Leute. Ja, das ist das Fünfergespann, was vom Prinzip her jetzt die letzten Monate, Wochen und so weiter aktiv wirklich hier ist. So, wenn nicht sogar Jahre. Alle anderen Mitglieder, die davor bei Muna 7 mitgeholfen haben, und ich weiß, das ist immer wieder so eine blutende Frage. Was ist eigentlich damit los? Was ist hier mit los? Und so weiter, Jungs. Das sind keine aktiven Muna 7 Aufnahmemitglieder, ganz einfach. Das sind keine Leute, auf die ihr die nächsten Tage, Monate oder was auch immer hoffen könnt. Hauptsächlich, weil die Leute andere Entscheidungen getroffen haben im Leben. Das klingt vielleicht mega gemein und klingt vielleicht irgendwie herzerreißend oder so. Aber man muss alles überlegen, das sind alles erwachsene Menschen. Und irgendwann treffen erwachsene Menschen vielleicht eine Entscheidung, dass Computerspielen nicht das Einzige ist, was sie in ihrem Leben machen können. Und derzeit, mehr oder weniger, ist die Computerspielen das, was ich mache. Das ist mein Job, das ist mein Beruf. David arbeitet noch nebenbei, reißt sich aber den Arsch auf für Muna 7. Und ebenso ist es auch mit Knüppel, der auch nebenbei in GameStop arbeitet. Lucky, der nebenbei arbeitet. Kevin, der nebenbei arbeitet. Und alle Leute machen sozusagen den YouTube-Kram hier so nebenbei. Heißt das übrigens, David, dass du komplett unentlohnt sozusagen den ganzen Scheiß hier machst und für mich Sklavenarbeit leistest? Nur weil das die nächste Follow-up-Frage ist von vielen Leuten. Ich persönlich sage ja. Ja, genau, richtig. David, anhalten, wir müssen das Video neu machen. Nein, Quatsch, du wolltest wirklich anhalten. David, hör auf, falsche... Oh, Gott, warte. Oh, nein. Hallo und herzlich willkommen, wir sind gerade bei unserem Podcast. Das ist eine Sache, über die nicht einfach zu reden ist, ganz ehrlich. Ich möchte es nochmal ganz eindeutig sagen. So, ich sag sowas nicht und irgendwie so, keine Ahnung, aktives Muna 7 Aufnahmeteam, was ist mit denen und so weiter. Ihr müsst einfach verstehen, wir sind alles erwachsene Menschen, wir sind alle weit über 18. Ja, wir stehen mitten im Leben. Ja, das ist es halt, richtig, ja. Wir spüren den scheiß Ernst des Lebens, ungelogen. Und den scheiß Ernst des Lebens spürst du vor allen Dingen dann, wenn du am Ende des Monats halt darüber nachdenken musst, wie mache ich am besten das Geld. Richtig, ja, vor allem, das halten halt alle die Hand auf. Ja. Man muss die Wohnung bezahlen, man muss Essen bezahlen, Telefon, Internet, Strom, hast du nicht gesehen. Ja. Und das du willst ein Handy haben, du bezahlst die Handyrechnung. Ja. Hin und das wieder musst du reisen, also ich persönlich als YouTuber reise hin und wieder wird das nicht übernommen. Strom, du wirst gar nicht wissen, ich habe einen Stromverbrauch von einer irgendwie siebenköpfigen Familie oder so, nur wegen meinem Computer. Das bezahlt auch vom Prinzip, das wird halt dadurch finanziert, aber. Das sind alles so Kosten, die sich anhäufen, sozusagen, ja. Ja. Wie gesagt, sobald man mitten im Leben steht, jede Person, die mitten im Leben steht, das Video gerade sieht oder zumindest das hört, worüber wir gerade reden, wird verstehen, worum es geht, ganz einfach. Das ist einfach ja, so eine Sache, die lernt man irgendwann mit der Zeit. Oder das ist so eine Realisierung, mit der wird man konfrontiert irgendwann im Leben, so. Das ist schlichtweg die Sache.
Ja. Also, darüber habe ich auch so viele Vlogs gemacht. Also vom Prinzip her sollte es keine Überraschung sein für niemanden, der das Video gerade sieht. Nur so ganz nebenbei. Yes. Schaut euch einfach die riesige Vlog-Sache an, falls ihr darüber näher informiert werden wollt. Aber was ist jetzt eigentlich mit Muna 7 Videos? Wie entstehen Muna 7 Videos? Übrigens, wenn du gleich so ein bisschen außenrum gefahren bist, versuch mal noch in den Stadt reinzudüsen, ja, David? Nur so. Damit wir einen minimalen Plan haben, was wir überhaupt machen, weil ich habe innerhalb der Stadt noch ein paar Sachen platziert, die ich unbedingt zeigen wollte. So, was ist jetzt eigentlich mit dem Muna 7 Video? Ich mache übrigens hier einen Timestamp. So, hallo, ihr habt gerade den Timestamp angeklickt. Das bedeutet, ihr wolltet eigentlich nur wissen, wie ein Muna 7 Video entsteht. Großartig, hallo und herzlich willkommen. Großartige Frage. So, fangen wir mal an. David, wie entsteht ein Muna 7 Video? Also, ich muss mich erstmal, komme ich nach Hause, dann muss ich was essen, dann gehe ich an den Rechner und dann schreibe mich Dani an, wo ich denn die ganze Zeit war und dann sagt er, wir müssen jetzt was aufnehmen. Halt an, wir machen das Video neu. Das hat mir nicht gefallen. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, vom Prinzip her ist es so, ja, ja. Also, folgendermaßen, es ist so, um Tacheles zu reden. Wie nehme ich ein Video auf? Es ist so, ich, Daniel, Muna 7, zusammen mit Dave, Death to Blade, ja, der Name hat ein gewisses Comedy Value, wenn man 1:1 den Kram übersetzt ins Deutsche, machen den Kram jetzt schon verdammt lange. Also, David ist seit den ersten Origins-Videos, glaube ich, dabei, kann das sein? Ja, es ist seit, also Aufnahmen seit dem, lass mich lügen, ich glaube, 16. Dezember, glaube ich. Das war das erste DayZ-Video, Standalone. Das heißt, das ist ziemlich akkurat, wenn ich anmerken, die Zahl. Ja, ich weiß. Es ist halt irgendwie. Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit erstmal gecheckt gehabt. Und davor war es dann halt. War ich halt auf dem TS schon, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr oder so. Ja, das stimmt. Plus minus, wenn nicht sogar länger. Ja. Kann ich kurz anhalten? Nee. Ja, und seitdem machen wir den Kram, ja? Und wie soll ich das am besten formulieren? Hier, bitte sehr, David. Wie soll ich das am besten formulieren? Irgendwann hat man einfach alles gesehen, was es zu sehen gibt. Irgendwann, man hat auch alles gemacht, was man machen kann. Ja, richtig. Es ist so, viele Leute fragen mich, Daniel, wie kannst du überhaupt noch die Standalone spielen? A, wenn das nicht zufälligerweise das Genre wäre, was ich liebe und was ich nahezu unendlich spielen könnte, hätte ich schon vermutlich aufgehört oder hätte mich einweisen lassen ins Irrenheim. Sagt man das so? Darf man das so sagen? Keine Ahnung, in die Klapse. Ja? Und geschlossene Anstalt. Ja, in die geschlossene Anstalt, ganz ehrlich. Es ist irgendwann so, irgendwann hat man alles gemacht. Man hat alles gemacht in DayZ Epoch, alles gemacht in Overpoch, alles in DayZ, alles in Exile, alles in DayZ Exile Mod, alles in jeder Mod, die es gibt. Ja, und wie motiviert man sich dann noch so, wie soll ich sagen, weiterzumachen? Hauptsächlich, indem man was Neues macht. So sehe ich das zumindest. Aber wie zum Teufel soll man was Neues machen, wenn das komplette Angebot von Dingen, die man machen kann, daraus besteht, dass man eine Variation von denen bekommt, was man sowieso schon immer gemacht hat? Das ist richtig. Es wiederholt sich ja alles quasi. Da kommt dann halt irgendwie ein Baseball-Bot dazu und der Baseball wird ein bisschen, der Baseball wird dann modular. Die Variationen sind halt relativ gering. Also ich meine, klar, es gibt immer minimale Unterschiede, aber vom Prinzip her, im Grunde bleibt es eigentlich immer das Gleiche. Normalerweise spielt sich das halt auch meistens sehr ähnlich, vor allem, weil es halt, kommt halt immer auch sehr stark auf die Leute drauf an, die es halt auch spielen. Das ist absolut richtig. NoPixels ist das beste Beispiel. Eine furzlangweilige Mod, wenn die Spielerbase eben nicht so interessant wäre. Du kannst übrigens noch eine Runde drum rumdrehen. Ich glaube, wir reden noch ein bisschen länger hier. Hi. Also, mit Antworten, das klingt schon wieder so. Es ist, oh Gott, Entschuldigung. Schöne Patrouille fahren jetzt. Ja, wir fahren ein bisschen Patrouille her. Was macht man also, wenn man alles gemacht hat? Das zählt vor allen Dingen für die allerneuesten Videos. Wenn man alles schon mal gemacht hat, was macht man dann? Man sucht irgendwas, was man eben Neues machen kann. Und das ist zum Beispiel in dem Fall die Zigarettenmod, die wir hier permanent benutzen und schamlos Werbung machen für die Tobakoindustrie. Sagt man das so? Tabakindustrie. Und es ist so, irgendwann, oh Gott, ich benutze immer wieder den gleichen Satzbau. Moment, ich fange von vorne an. Wir haben alles gemacht, was machen wir also Neues? Wir benutzen Mods, aber wie kann man am besten diese Mods benutzen? Wir suchen Server, ich bin immer auf der Suche nach Servern, die irgendwas Neues haben. Und damit meine ich nicht die 500. altes Live-Mod-File-Server-Sache, die irgendwie eine neue Zentralbank genommen haben. Hey, wir haben ein neues Gebäude für die Zentralbank benutzt, alles ist anders. Wir haben 3 neue Farmrouten eingebracht. Mit den 3 neuen Farmrouten wird das Spiel komplett neu werden, glaubt mir. Ihr habt noch nie Diamant-Smaragde gefarmt. Viel besser als Diamante. Richtig. Das ist einfach nicht meine Vorstellung von was Neues machen oder was Innovatives machen. Du kannst jetzt die Navid selber craften, vorher gibt's die nicht und du musst erst aufleveln. Genau.
Ja, oder genau, Crafting-System und so weiter. Das ist alles eine Sache, die ist cool und es ist gut, dass sowas weiterentwickelt wird. Aber irgendwo hat man auch alles davon gemacht. Also was macht man, wenn man alles gemacht hat? Man macht einen eigenen Server, so wie eben dieser Stalker-Event-Server. Wir fahren gerade auf der Map rum. Die Map wurde komplett eben neu aufgebaut von Jan Philipp. Das habe ich alles schon im Intro gesagt. Jetzt, wo wir die neue Map haben, wie soll ich sagen, oder die den eigenen Server haben, was können wir also machen? Wir können vom Prinzip her den ganzen Server so strukturieren, wie wir ihn haben möchten. Und jetzt gibt es einige Gefahren, die dabei entstehen können, okay? Wenn man einen Server eigen strukturiert, dann bedeutet es gleichzeitig, man kennt diesen Server und man weiß, was alles in diesem Server passiert. Man kennt jede Einzelheit dieses Servers, jedes Feature und. Und man selber ist nicht mehr überrascht davon. Damals war es so, ich habe Arma 2 Mod gestartet und habe mich überraschen lassen, was für Waffen man finden kann und was man erleben kann. Heute ist es so, ich starte Arma 3, gucke, was ist in dem Modpack drin, was für Waffen, was für Kleidung. Das ist übrigens auch die Kleidung, die wir gerade anhaben zum Beispiel, auch aus dem Modpack. Und die Waffen sind vorher schon im Editor angeguckt, die Karte ist schon mit der fliegenden Kamera erforscht und so weiter. Alles ist so viel kalkulierter heute. Eben drum, und jetzt kommt es, Muna 7 Videos sind nach und nach Produkte, die nicht, wie soll ich sagen, durchgeplant sind. Wir sind eben nicht wie unser eigenes Server durchgeplant. Unsere Aufnahmen damals bestanden daraus, stundenlang rumzufahren und zu hoffen, dass was passiert. Heute machen wir das ein bisschen anders. Unsere heutigen Aufnahmen sind teilweise immer noch, wir fahren rum und hoffen, dass was passiert. Aber vor allen Dingen sind unsere Aufnahmen heute, wir suchen uns irgendein cooles Feature, was richtig cool ist und neu ist und was mal eben was Neues halt ist, eben nicht die 300 Milliarden Zentralbank, und versuchen, um dieses Feature ein Video aufzunehmen. Zum Beispiel. Isla Abramir oder Real Life RPG 5.0 hat eine ziemlich geile Zentralbank gehabt. Ja, schlechtes Beispiel. Eine neue Zentralbank habe ich gerade noch als Beispiel gebracht und jetzt sage ich, die hat eine neue Zentralbank. Ja, nee, aber vom Prinzip her, die hat eine Untergrundbasis als Zentralbank. Ich fand das so geil irgendwie. Ich dachte mir so, okay, das ist eine coole Untergrundbasis, das müssen wir irgendwie benutzen und in einem Video verarbeiten. Passenderweise ist es halt eine Zentralbank, also hat es ein Event gehabt, mit anderen Worten, man kann diese Bank direkt schon überfallen. Und dann wird dieses Video eben geschmiedet. Wie machen wir also diese Zentralbank? Und dann kann man eben die Zentralbank auf so viele Arten und Weise machen. Wir können da unten Geiseln reinplatzieren und sagen, hey, wir haben Geiseln, Polizei, kommt bloß nicht rein, weil wir Geiseln haben. Und dann sagt die Polizei, oh mein Gott, nein, ihr habt Geiseln. Oh, mit den Geiseln in der Zentralbank bedeutet das also, ihr dürft die Zentralbank ausrauben und dann mit den Geiseln auch noch abhauen. Vielleicht gebt ihr uns die auch und dann gehen wir uns zufrieden. Wie im Real Life. Wie im Real Life. Ja, wenn irgendwo in Russland im Theater irgendwelche Leute gefangen genommen werden und dann irgendwelche Forderungen gestellt werden, dass Leute frei genommen werden, nee, dann stimmt eben Spetsnaz oder was auch immer das Ding nicht. Nö, niemals. Oder Olympiade in Deutschland damals. So, nein, absurd. Hat ja Geiseln. Vom Prinzip her. Vom Prinzip her, dieses ganze Real-Life-Geiseln nehmen und so weiter ist einfach nur affig, ungelogen. Also ich finde das wirklich einfach nur affig. Die Hälfte der Zeit ist bei diesen Real-Life-Servern so, dass eine Geisel genommen wird und die Geisel, die genommen wird, ist eben gleichzeitig nur ein Geiselnehmer und alle machen schreckliches RP und biegen einfach sich die Regeln so zurecht, wie es eben passt. Und dann am Ende heißt es halt so, ey, das war gutes RP, weil wir haben die Geiseln gesichert und haben nur die kompletten Staatseinnahmen an Gold verloren. Großartiger Job. Dann packen die sich hinten auf den Rücken und sagen so, nächsten Server Reset ist das Gold eh wieder da und später in der Datenbank entfernen wir denen das Geld und dann ist sowieso alles geregelt. Ja gut, ja. Also stürmen mit 50 Mann einfach die Bank. Ja, kannst du oder machen irgendwo einen anderen Hinterhalt. Ja, richtig. Es ist unstrukturiert. Ich bin immer noch nicht auf den Punkt gekommen, wie entsteht denn jetzt eigentlich so ein 107 Video? Coole Ideen. Wir suchen uns coole Ideen, um so ein Video zu machen. Zum Beispiel eben die Bank. Oder die neue Map, die damals halt war, weil die so in der Mod genau, noch nicht da war. Genau, allein schon, dass eine neue Map da war. Super geil. Altes ist komplett durchgeforscht. Wir haben jede Ecke von Altes entdeckt. Jeder Winkel wurde entdeckt. Jede Zentralbankmöglichkeit, die es gibt, wurde von uns erschöpft. Cool, alles geil gemacht. Was gibt's noch? Damals kam irgendwie das erste Mal Lakeside Valley, vor 2 Jahren oder so weiter. War eine geile Map, Alter. Applegate Lake hieß sie damals noch, so cool, Lakeside Valley ist richtig aufregend, es ist so eine Hochhausstadt gewesen und so weiter. Boah, alles mega aufregend, neue Models, neue Möglichkeiten. Damals so ein komplett neues Modpack, was da halt von Arma 3 Live geklaut wurde, was bis heute verwendet wird, wo sogar teilweise Sachen noch immer drin sind, die wir jetzt verwenden. So. Und das war cool, Lakeside Valley war echt spaßig damals, das war... Haben wir wirklich coole Videos damals aufgenommen. Damals habe ich sie noch hier Jung Brutal gut aussehend genannt oder Jung Brutal Lego köpfig und GTA Live und so weiter. Das ist geil. Man sucht halt immer so Features und hat die dann quasi in einem Video umgewandelt, weil aus dem Feature sich halt ein gutes Video machen ließ. Das ist meiner Meinung nach meine beliebteste Art und Weise, wie ich Videos mache, weil immer wenn ich was Cooles finde, denke ich mir was Cooles dazu aus. Also was könnte man zum Beispiel Cooles machen, wenn
oder einer der Videoideen war so, wir haben Tanua Live gehabt. Und dann dachten wir uns so, ja, was gibt es eigentlich so für Tanua Live-Server? Dann waren wir auf so einem normalen Server, wo auch übrigens die Aufnahmen noch nicht veröffentlicht worden sind, und haben so einen Zentralbanküberfall gemacht, der halt da drin war, und haben uns ein bisschen die Map angeguckt, haben versucht, mit Leuten RP zu machen, hat nicht funktioniert, weil es ein Public-Server war. ja, das war grausam. Ja, allein deswegen, das sind alles so Sachen, die niemals irgendwie vor irgendwelchen Leuten hingehen. Ja? Und dann gibt es ein paar Leute, die sagen sich so, ey Daniel, gibst du keine Mühe mehr. So, ja, sorry, dass ich die letzten zwei Wochen versucht habe, auf dem Public Tanua Server RP zu machen. Ich Vollidiot. Gut, was haben wir also dann gemacht? Wir haben Real Life RPG rangeholt, die haben so gesagt, hey Jungs hier, wir wollen eben ein paar Maps durchprobieren, wie wär's, wenn wir ein paar Beta-Server aufmachen. Okay, machen wir den Tanua Beta-Server auf. Geil, okay. Zocken wir auf den Tanua Beta-Server so ein bisschen und konnten was Cooles aufnehmen, tatsächlich, ja. Die Leute hatten Bock und so, weil geschlossene Gesellschaft und so weiter, da ist wieder das Club-Feeling, was am Anfang angesprochen wurde, so, sobald alles so per Einladung ist und so clubmäßig ist und so weiter, ist alles cool. Sobald halt alles öffentlich wird, so wie Munda 7 auch, wird's echt voll uncool, Alter. Quatsch. Das ist halt die Problematik, ist halt gerade so bei so RP-Sachen ist halt, wenn man da versucht halt was Anständiges aufzunehmen, steht und fällt das Ganze halt auch mit den Leuten, mit denen man zusammen ist. Ja, richtig. Und ich erinnere mich halt noch an die eine Tanor Aufnahme, die wir hatten, wo wir Polizisten waren. Ach so, ja, das kam zum Beispiel auch nie ans Licht, weil das war, ja, glaube ich, die traurigste Sache, die ich jemals aufgenommen habe. Wir haben ungelogen, also insgesamt mal locker 12 bis 20 Stunden insgesamt das gemacht. Und das Einzige, was man hatte, da hat man irgend so einen Encounter, da fährt man durch den Dschungel in Tanua, es ist stockduster und da brennt einer ohne Licht an einem vorbei. Und was macht man als Polizist natürlich, wenn einer einen fast umgebracht hätte mit seinem Lastwagen? Man hält ihn an. Ja. Und der Typ fängt auf einmal an, eine Hasstirade loszuprügeln. Ja, von ja. Wegen, das kann ja gar nicht sein, ich werde hier angehalten. Und da die Typen von dem MDM-Clan, der weiß nicht, wie der Clan hier heißt. Ja, zum Beispiel, ja, die dürfen da mit ihren Militärklamotten durch die Stadt düsen und die werden nicht angehalten. Und das, ungelogen, ging 20 Minuten lang so. Hat er halt einfach nur gebasht. Und das sind so Sachen, das will halt auch keiner sehen. Nee, wie so ein Vollidiot einfach die ganze Zeit abrantet, weil das halt auch einfach noch gar nichts mehr mit RP zu tun hat. Das ist halt, so Sachen passieren halt, wenn man versucht, random auf dem Public Server zu spielen. Ja, warte mal, ich muss noch kurz, Entschuldige, wenn ich dich so unterbreche, aber das Ding ist so, ich habe das Gefühl, wir sind fürchterlich unstrukturiert. Kommt ihr noch mit? Ist noch irgendjemand da? Hört noch irgendjemand zu? Abschalten, hier rein. So, jetzt rein, okay. Ja, jetzt rein. Wir sind zu oft drum rumgefahren. Was wollte ich sagen? Genau. Ja, also das ist sozusagen die Art und Weise, wie ich es heutzutage mache, mehr oder weniger. Weil A, ich weiß, ich habe ein cooles Feature, was ich euch zeigen kann. Und B, ich weiß, man kann sicherlich was Cooles aufnehmen. Ich hab eine coole Idee, was man machen kann. Heißt das, dass ich ein Skript entwerfe und meinen Jungs mitteile oder auch nicht mitteile und dann nach diesem Skript verfahre? Nein. Und das ist eine Sache, die ich... Sind wir auf Seite 5 oder Seite 6? Wir sind auf Seite 18, David. Ah, okay. Das bedeutet, du musst jetzt den Witz machen über Reibung macht. Ja, genau, Reibung. Ich kann Eiweiß aus Reibung machen, ne? Ja, good job. So, jetzt blätter einen weiter, bitte. Ah ja, okay. Also, das Skript sagt, wir haben kein Skript. Ich darf gleich die ganzen Papiersachen hier wieder aufheben, die ich rumgeworfen habe. Ich bin doch erstmal irgendwo gegenfahren, weil ich Papier in der Hand hatte. Das Skript meinst du? Lohnabrechnung. Nee, ungelogen. Ich glaube, es macht mich nichts wütender, in den Kommentaren zu lesen, Daniel, dein ganzes Video ist geskriptet. Also, wie viele Videos habe ich geskriptet in meiner Karriere? Eins. Wie heißt das Video? Das heißt gefangen. Warum wurde das Video geskriptet? Es war so, wir haben Tagesstern-Aufnahmen gemacht auf einen Tagesstern-Server und wir haben in diesem Tagesstern-Server eine idiotische Geschichte ungeskriptet erlebt. Und diese Geschichte war mit dem Grizzly. Der Grizzly, der die goldene AK von David geklaut hat. Oh Gott, ey. Und auch wenn ihr es nicht glaubt, ja, David hat den Scheiß direkt sich ausgedacht in dieser Aufnahme. Und alle denken seitdem, oh mein Gott, das war definitiv der Munda 7 Ghostwriter, der die Idee mit dem goldenen Grizzly und der goldenen AK gemacht hat. Das war so dumm. Ganz kurz, bevor wir jetzt ablenken, ja, die Geschichte wurde sozusagen entwickelt von David. Und in dieser Aufnahme spontan sozusagen gefreestylt. Hier, fahren wir direkt links hier bitte. Hier direkt links. Jo. Und
was habe ich also gedacht? Ich dachte mir also, okay, die Grizzly-Idee ist echt cool und Knüppel hat die ganze Zeit von seiner Frau erzählt, die er sich auch ausgedacht hat in der Tagesaufnahme. Was machen wir also? Wie wäre es, wenn ich ein Video zusammen skripte, was die Geschichte erzählt, wie wir Indra Katukas Frau kennenlernen? Wir kennen, logischerweise, weil wir Armer spielen, keine Frauen. Das bedeutet, ich habe eine Armer spielende Frau gesucht, habe gefragt, hey, hast du nicht Lust, die Frau von Indra Katuka zu spielen? Habe weder David, weder Lucky noch Knüppel irgendwas davon erzählt, was passieren wird. Ich habe nur sowas gesagt wie, ey, wir machen jetzt die Mission hier. Und ich habe dem Mädel gesagt, ey, da kommt jemand vorbei und du sagst einfach, das ist deren Mann. Das war mein geskriptetes Video. Da kamen schon die ersten Leute und haben gesagt, wow, damals war ich es cooler, als alles random passiert ist. Und ich dachte mir so, okay, cool. Ihr mögt keine Videos, keine Filme, kein Ding, machen wir nicht mehr. So. Rechts? Fahr einfach rechts. Fahr einfach so jetzt kreuz und quer, wie du möchtest. Ich wollte nur nicht, dass du direkt da vorne herfährst. Also, wie läuft es also heute in den Tanoa-Aufnahmen und so weiter ab? Wie gesagt, wir suchen ein cooles Feature und basteln darum unsere Geschichte. Das bedeutet also, ich erzähle niemandem davon, dass ich das coole Feature gefunden habe. Lass alle blind darauf aus. David lässt ja blind. Genauso übrigens wie bei dem geskripteten Video. Damals, Gefangen hieß es übrigens, ja. Falls jemand sehen möchte. War ein großartiges Video, meiner Meinung nach. Das hat echt Spaß gemacht. Jede Reaktion und jede Aussagen der Leute war nicht geplant. Es gab kein Drehbuch, sondern das war auch alles wieder improvisiert. Das Einzige war, ich habe komplett durchgeskriptet, dass eben diese Frau, Indra Katukas Frau, da sein wird und dass das Militär uns dann angreift. Surprise. Es war eine Brückenaufnahme zwischen zwei Sachen. Gut. Und gleichzeitig war das Werbung für den Tagstand-Server damals. Das war so eine Art Trader, weil der Tagstand-Server war noch nicht online. Und wir haben auf der Map Kundus den ganzen Kram aufgenommen. Warum haben wir es auf Kundus aufgenommen? Weil es keine Server da draußen gibt, die Kundus haben als Map. Außer irgendwelche taktischen Server. Warum mache ich das dann also? Weil ich die Map geil fand und die cooles Feature hatte. Und ich ein Video drumherum skripten wollte. Gut, das ist also heute. Skripte ich Videos? Nein, Mann. Schaffe ich Rahmenbedingungen für irgendwas Cooles? Ja. Das heißt, ich finde eine coole Bank, wir überfallen diese Bank. Nice. Das heißt, lass mich kurz ein praktisches Beispiel suchen. Tagestan, Real Life. Da gab es so einen coolen Marktplatz, wo alle Leute sich getroffen haben. Ich dachte mir so, geil, der Marktplatz sieht cool aus. Wir gehen auf den Marktplatz und fragen random Leute, die ich vorher noch nie getroffen habe, habt ihr Bock, eine Bank zu überfallen? Keine Ahnung, ob die Leute cool sind oder nicht. Keine Ahnung, dass Arschlöcher sind, ob die im nächsten Moment uns in den Rücken schießen. Geil, machen wir. Rahmenbedingungen geschaffen. Wir gehen irgendwo hin, suchen neue Leute, machen mit neuen Leuten was. Geil. Und überfallen dann zum Beispiel die Bank. Was bei der Bank passiert? Natürlich nicht geskriptet. Was zum Teufel? Wie soll man sowas auch skripten, Alter? Keine Ahnung, es zerreißt mir das Herz, wenn Leute meine Arbeit devaluieren und sagen, ey Daniel, du bist einfach nur ein Fake-Bastard. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, dieser Moonlight-Aufnahmekram halt so viel Mühe und so viel Zeit teilweise in Anspruch nimmt, weil wir halt teilweise echt nur rumfahren und hoffen, dass wir was Cooles erleben. Oh, oder ja. Hoffen, dass wir coole Leute treffen. Zum Beispiel praktischer naheliegende coole Begegnung war zum Beispiel Abramia Live mit dem alten Mann, der die ganze Zeit so rumgestöhnt hat. Der war freundlicherweise auch beim Tanoa-Server dabei. Also nicht alten Mann, sorry. Da war dieser eine Typ, der wie ein Hentai-Mädchen geschrien hat, der Rico. Dann gibt es den Backwasch, einen alten Mann, der eben wie so ein alter, verdatteter, rassistischer Mann gesprochen hat. Ich fand, das waren einfach, das sind coole Charaktere. Die sind alle random getroffen worden. So. Ich habe denen nicht gesagt, red mal so. Und wer das behauptet, ganz ehrlich, der alle Tassen im Schrank. Ja, ganz ehrlich, so Hopfen und Malz verloren ist dann einfach nur eine Begründung, um halt einfach irgendwie mal wieder Hate abzulassen, so wie es halt immer ist. Ja, richtig. Nächster Punkt ist dann so, wie sieht das eigentlich aus mit deinem RP, Bruder Sie? Warum redest du, warum suchst du dir keine Rolle raus und redest so? Hauptsächlich, weil das Verständnis von Rollenspiel großartig verschieden sein kann. Ja, es gibt einmal das Rollenspiel eben wie zum Beispiel der alte rassistische Mann oder Indra Katukas, der einfach ihn Inder-raidert. Du dreckiger, ich rede wie ein Inder und deswegen mag ich Roleplay. Ansonsten bist du kein Roleplayer. Newsflash übrigens, Indra Katukas hat 1:1 den Charakter von Knüppelpaste, alias Pascal, hat einfach nur einen lustigen Akzent, nur so ganz nebenbei. Also alles das, was er roleplayt, ist einfach nur die Stimme. Muss ich eine Stimme roleplayen, um Rollenspiel zu machen? Schwachsinn, nein. Ist Roleplay dann gegeben, wenn ein exzentrischer Charakter eingenommen wird von dir? Nein, tatsächlich nicht. Denn wenn ein ganzer Server voll mit exzentrischen Personen ist, die lustige Stämme machen oder reden wie ein cooler Typ oder wie ein verrückter Magier reden. Ich bin der spanische Gitarrenspieler. David, hol deine Gitarrenkoffer raus, du Dreckiger. Oder irgendwie wie ein alter Mann reden, irgendwie dieses und dann bin ich rausgegangen und da draußen waren überall diese jungen Menschen, die nichts mehr von Arbeit verstanden haben. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Damals habe ich noch was angepackt und heute erwarten die alle, dass ihnen alles in Schoß will. Ich muss auf Toilette. Ganz ehrlich, da mag vielleicht ein bisschen ulkig sein, aber dass du aus meinem Auto sprengst, Mann.
Sorry, soll ich mir mein Outfit anziehen? Nein, ja, vielleicht. Nein, bitte nicht. Sorry, das ist alles so, okay. Ja, ich kann natürlich so retarded, so, Entschuldigung, wenn ich so sage, retarded wie Knüppel reden, also wie in Indra oder so, aber das ist einfach, ihr wisst gar nicht, was los ist so. Ich kann ja meine Rolle halten, das ist kein Problem, aber tut mir leid, das ist nicht unbedingt das Verständnis, was ich von Rollenspiel habe. Ich bin ich in den Rollenspiel-Server und passe mich der Welt an und reagiere auf die Welt, wie ich auf die Welt reagiere. Habe ich Ausreißer aus Roleplay? Ja. Bin ich ein Schauspieler, der ausgebildet ist? Nein. Ja, vor allem ist es ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie Leute haten wollen, die so Stimmen machen. So ist es nicht. Weil Quatsch, ich weiß ganz genau, dass Leute das wieder so auslegen werden. Nein, sondern einfach nur, man muss nicht immer irgendwelche extravaganten Charaktere annehmen. Ich meine, sowas ist lustig und das ist auch immer ganz cool. So ist es nicht. Syrinx, hör auf, deinen scheiß Streams zu promoten in meinen Videos. Entschuldigung, rechts unten war wieder eine Syrinx an. Jedes Mal, wenn man es aufnimmt, hat Syrinx eine Ankündigung. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn die ganze Welt nur aus exzentrischen Menschen bestehen würden, dann wären exzentrische Menschen nicht mehr exzentrisch, sondern ganz normal. Dann müssten noch krassere, krankere Menschen rankommen, um als Exzentriker zu gelten. Wenn der ganze Server wie ein alter Mann oder wie eine wunderschöne Frau, die total gut aussieht und total toll ist, oder wie ein spanischer Musikant oder ein französischer Zuhälter, Vollkaufmann, dann tut mir leid, ey, dann ja, das ist bestimmt ulkig und das ist bestimmt lustig und so, aber das ist, wie gesagt, eben nicht die Art von Roleplay, die ich in meinen Videos frönel. Tut mir leid. Ja, es muss halt auch jeder für sich selber entscheiden, wie er spielt. Wenn ich zum Beispiel RP mache, dann bin ich auch halt auch einfach immer mein eigener Charakter. Also ich bin dann einfach ich selber. Ich habe dann, das Einzige, was ich dann halt meistens mache, ist, dass ich, je nachdem, wie die Situation ist, halt reagiere. So wie ich zum Beispiel dann halt einfach mal, wenn ich reich bin, halt auf die Leute, die weniger reich sind, halt runtergucke. Oder dass ich halt irgendwie mir einen fucking goldenen Bären kaufe. Dass ich mir halt meine Extravaganz quasi dann durch die Storys komme, die ich dann halt quasi erzähle. Wie mit dem scheiß Bären. Oh Gott, ich hab's einfach schon wieder vergessen gehabt, ne? Ja, ja. Der Bär mit der goldenen AK, das war absolut großartig. Holy shit, ey. Also, Klartext. Was sozusagen, ich resümiere kurz. Was haben wir gesagt? Wie entstehen Muna 7 Videos? Damals entstanden Muna 7 Videos aus kompletten random Impulsen, ja? Wir sind einfach mal durch Chernobyl gefahren, einmal zwei damals, und haben einfach versucht, was zu erleben, haben was Cooles erlebt, manchmal nicht, manchmal ja. War cool. Was haben wir dann? Nächster Schritt, was ist also der nächste Schritt gegangen? Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr jeden Tag irgendwie 8 Stunden oder so weiter rumfahren und von den 8 Stunden irgendwie 5 Minuten verwenden, um dann ein Video am Ende der Woche zu haben, was 20 Minuten lang ist. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir Rahmenbedingungen gesucht, ich habe gedacht so, hey Jungs, wie wär's, wenn wir heute auf den, keine Ahnung, RealLifeRPG-Server gehen und die Bank überfallen? Nice. Oder wie wär's, wenn wir auf den RealLifeRPG-Server gehen und eine Straßensperre als Polizisten machen, weil ich kenne einen lustigen Ort. Haben wir übrigens auch gemacht, ist noch nicht veröffentlicht worden, kommt bald. Oder eben, wie gesagt, damals im Tagesheim, wie wäre es, wenn wir auf den Marktplatz gehen und uns random Leute suchen, die uns helfen beim großen Überfall, und daraus machen wir eine riesige Sache mit ganz vielen Leuten. Oder wie wäre es ganz damals bei Altes Live, wo ich dachte, hey, wie wäre es, wenn wir die geile Bank überfallen, ich merke, da ist ein cooles Raster auf jeden Fall, der alten Banküberfall-RPer, die Bank überfallen und wir holen uns irgendwie 20 Leute ran und vielleicht 30, 40 Leute und überfallen quasi diese Bank mit 40, 50 Leuten. Geil. Das war geil, das war richtig heftig, ey, holy shit. Ja, das war auch unglaublich viel Planarbeit und so weiter, und das war super cool, ungelogen. Aber super anstrengend. Ja, aber vor allen Dingen für mich, Alter. Weil normalerweise, ich bin übrigens immer der Typ, der die ganze Scheiße plant. Wenn ihr denkt, dass es einfach ist, mit 40 Leuten zusammen in Teamspeak zu sein und eine Bank zu überfallen, dann wünsche ich euch sehr viel Glück, 40 Leute zu finden, die alle die ungefähr gleiche Vorstellung haben von einer Bank überfallen. Das wird absolut großartig werden. Viel, viel Erfolg, wirklich. Sucht euch 40 Leute, macht eine Bank überfallen. Tipptopp. Wir haben die nachher noch aufgeteilt, ne, auf die ganzen TS-Channel damals, das war noch ohne Taskforce Radio damals. Und da bist, glaube ich, du und Percy und noch irgendjemand, sind die ganze Zeit von Channel zu Channel gehüpft und haben die Ansagen gemacht und dann haben wir dich positioniert und oh, holy shit, das war Chaos. Ich bin auch direkt draufgegangen, glaube ich. Und dann habe ich Knüppelpaste mit einem Ifrit tot gefahren. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand daran erinnert, ihr könnt gerne das Video und reinposten. Vermutlich hat niemand so weit geguckt. Egal, das war übrigens der erste Moment, wo ich Knüppelpaste getroffen habe. Knüppelpaste haben wir nur durch so ein Event getroffen. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Ey, wie wär's, wenn wir ein Stalker-Event aufmachen und was komplett Neues machen, ja? Wir kennen jedes Feature, wir kennen alle Sachen. Ey, wir machen einen neuen Stalker-Server auf, das ist neu, das ist frisch. Wie machen wir das am besten? Ja, Modpacks rausgesucht, Features rausgesucht und dann Leute organisieren. Und wer organisiert wieder die Leute? Der dumme Daniel! Muna, willst du jetzt Mitleid haben, dass du Leute raussuchen musst für ein Event? Freut euch doch lieber, dass... Ja, chill, Bro, okay? Ich weiß, das ist vielleicht dein... Das ist übrigens meine Stimme, wenn Anti-Fans mich wieder, Anti-Fans ist auch ein geiler Ausdruck. Ja, das sind die Leute, die nur zugucken, um zu meckern. Die gibt's immer, glaub mir.
Ja gut, die gibt's überall, das ist, so ist es ja nicht. Also. Ja, eben, die habe ich ja auch kurz hier so neben an der Straße, als es noch ein bisschen wärmer war, da gab es auch so einen Spezialisten, der so eine Kuscheldecke immer auf seiner Fensterlade gehabt und rausgeguckt und geraucht. Das sind so Leute, nur dass sie YouTube-Videos gucken und dann Kommentare schreiben. Wow, das stimmt gar nicht, ich bin nur jemand, der kritisiert und der gerne das sagt, was er denkt, wenn er es denkt. Wow, wunderbar. Ja, okay, ist gut. Wir haben halt andere Vorstellungen davon. Also, oh, das ist echt anstrengend, so zu reden, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Versuch mal in Streams lustige Stimmen zu machen, das ist mega anstrengend. Deswegen bin ich auch so ein dreckiger Inder, weil beim Inder, da muss man nicht so hinten von die Stimme von ja, aus ja, dem ja, Hals reden, sondern du musst so ein bisschen, so weißt du, du redest einfach nur, du bist einfach nur dabei, dein Mund rollt auf und zuzumachen. Gut, dass wir nicht vom Thema abkommen, aber ich weiß, was du meinst, wenn ich meine dunkle Stimme mache. Was wollte ich sagen, ja. Alter? Stopp, nein, stopp, irgendwas war gerade, wir wollten über irgendwas reden. Ja, nicht. Du hast über die Antifans geredet. Achso, über die Antifans. Und dass die halt rummosern und dass du halt, oh, du hast Probleme, Leute ranzuholen, weil du froh, dass du Leute findest, bla bla. Wow, Alter. Ja, ich hör zu. Ja, das ist richtig. Also, wie kann man am besten Teil von diesen ganzen tollen Sachen werden? Keine Ahnung. Ihr müsst mich vor allen Dingen random treffen. Und, keine Ahnung. Und irgendwie, von Prinzip alle Leute, mit denen ich aufnehme und alle Leute, mit denen irgendwie so Schlüsselpositionen in den Videos eingenommen haben, die habe ich ja immer noch Steam geaddet oder so. Zum Beispiel der Typ, der die Hentai-Anime-Mädchen-Stöhnen-Sachen gemacht hat, der Rico oder so, habe ich auch auf Steam und so weiter. Wir quatschen regelmäßig und so. Das ist einfach ein cooler Typ, so. Es macht Spaß, mit den Leuten zu reden. Und sowas ja damals mit dir auch, Alter. Wir haben uns auch kennengelernt im Stream, so. Und ja. Nach und nach findet man halt immer mehr Leute, die man dann halt auch so zu so Events einladen kann, wie halt das Stalker-Event und so. Und ich wollte vor allen Dingen, dass auch das ganze Stalker-Event so ein Community-Event wird, wo was von der Community für die Community ist. So. Dass Peter dabei war, war halt so, ey Peter, hast du Lust mitzumachen? Er so, ja, boah, wann ist denn das? Und ich so, ja, am Samstag, ey, das sind 2 Tage, das weißt du nicht so. Ja, das sind 2 Tage, hast du Zeit? Er so, ja, eigentlich schon, Glück gehabt. Cool. Es ist nicht so, als wenn zum Beispiel Pete's mit nur eingeladen wurde, weil 2 Millionen Abos, deswegen lädst du ihn ein. Nee, hauptsächlich, weil Peter ein guter Buddy ist von mir und ich Peter extrem viel zu verdanken habe. Auf jeden Fall, dass ihr noch nicht getan habt, ob ihr Pete's mit Peter mögt oder nicht, lasst den guten Mann ein Abo da. Weil ohne Pete's mit in der Form heute kein Moon da, ganz ehrlich. Weil Peter ist ein großartiger Mensch und Dankeschön, Peter, für alles, was du getan hast. Pete's mit ist ein großartiger Haufen. Und wie gesagt, ey, wir haben Pizza sehr viel zu verdanken, ungelogen, ey. Sehr, sehr viel richtig. Zu verdanken. Vor allem, das sind die wenigen Leute, die noch grenzziviler sind als wir. Ja, richtig. Ich sag nichts mehr dazu, weil sonst könnte ich beleidigend drüber kommen. Das hast du wunderschön gesagt. Oh Gott, der schenkt mich doch mal. Entschuldigung, ich wollte ein bisschen rumballern. Ja, ich hab schon wieder gerade jetzt irgendwelche Minen hier gelegt, ey. Nee. Nicht aus, weiß man nicht. Ich spring raus. Hi Dave! Übrigens, die Handbremse von dem Ding funktioniert super. Oh, das ist gut, ey. Aber ich fahr mal eine Runde. Tja. Was ist jetzt los so? Boah, Munde. Ja, vom Prinzip her, das ist halt so, wie halt auch so ein Video halt entsteht, wie gesagt. Also, ja. Features und coole Ideen und darum versuchen wir halt einfach immer ein Video zu machen. Nach Möglichkeiten. Das ist, wie gesagt, wir haben halt wirklich alles erlebt. Also, sag mal, ist. Altes, alles, so eigentlich alles gemacht, was soll man machen? Soll man die 500. Straßensperre machen, den 600 Milliarden Banküberfall auf der gleichen Bank, die wir schon 500 Mal gemacht hat, wo die Polizisten jede Position kennen, die man einnehmen könnte? Ja. Soll man Leute überfallen zum 600. Mal und hoffen, dass was passiert? Weil ich weiß noch, wie wir damals versucht haben, Altes aufzunehmen live. Warte mal, das bedeutet übrigens nicht, dass wir das nicht machen. Also wir versuchen das ja immer noch so, aber das Ding ist so, sowas funktioniert einfach besser. Du weißt, dass du was Cooles erlebst, wenn du jemanden überfällst, wenn du, sagen wir mal, dieser Tanoa Beta Server so. Das ist cool. Weißt du, du weißt halt, da sind eine Menge Leute, die haben richtig Bock, auch überfallen zu werden. Die haben Bock auf diesen ganzen Kram, auf jedes Feature, ob es nun angenehm oder unangenehm ist. So, dann kannst du sowas machen so, aber machst du das auf einem Public Server, dann kannst du einfach nur damit rechnen, dass du enttäuscht wirst. Ja, überleg doch mal, NoPixel, den Überfall auf Francis. Videos draußen, ne? Nein. Auf Francis? Egal. Nein. Nein? Nein. Oder? Nein. Nee, ist noch nicht. Sorry. Ja, siehst du, das ist das Problem. Ja, egal. Wir haben den dicken Kopf, den Kopf, der mich zusammengeprügelt hat auf NoPixel. Habt ihr hoffentlich, natürlich habt ihr das gesehen. Psst.
Selbstverständlich. Spoilern hart gerade. Ja, nee, und wir haben den guten Mann halt festgenagelt. So. Und weil zufälligerweise Francis, was erst später herausgestellt hat, der Serverbetreiber ist, kann man sich darauf verlassen, dass man den Serverbetreiber festnimmt, dass das was Cooles passiert. Laufen wir in der Welt rum und der nächstbeste, Verzeihung, wenn ich Leute beleidige, aber der nächstbeste, sehr jung klingende Mensch, den wir überfallen, der eigentlich nur da ist, um Leute abzuzocken und nicht abgezockt zu werden, dann ist es ganz klar, wenn man sehr junge Menschen überfällt, ungelogen, es tut mir außerordentlich leid, ich weiß, es gibt auch Unterschiede und vermutlich seid ihr anders drauf, auch wenn ihr etwas jünger seid, aber es ist so, sobald irgendwie die Person halt ein bisschen jünger ist, bist du der Angearschte, so. Die Person möchte nicht mit dir RP, die möchte nicht verlieren. Das Ding ist so, hin und wieder werde ich festgenommen, das ist passiert, hin und wieder werde ich umgebracht, das ist passiert, hin und wieder gehen die Sachen schief und so weiter. Das Wichtige ist, so eine Balance zu finden und damit klarzukommen, verlieren zu können. Einfach Richtig. Nur Verlust hinzunehmen. Das ist das Allerwichtigste. Das muss die Polizei eines Servers oder das Militär eines RP-Servers verstehen. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das nicht. Und wenn du junge Menschen überfällst, dann funktioniert das erst recht nicht. Und wenn du Public-Leute überfällst, die irgendwie nach Feierabend eine Runde farmen wollen oder so, die eigentlich nur da sind, um Geld zu machen, um später halt dicke Waffen kaufen zu können in einem Rebellenshop, dann kannst du vergessen, Alter. Das sind keine Leute, die sich überfallen lassen wollen, die daran Spaß haben. Sondern das sind, auch wenn du es denen so angenehm wie möglich machen möchtest, die wollen einfach nur ihre Scheiße farmen. Und wenn du denen dazwischen funkst, dann ist das nervig. Und dann wird das kein RP, dann wird das keine gute Aufnahme, sondern das wird einfach nur ein enttäuschendes Erlebnis für beide Parteien. Richtig, das ist halt das, was ich überhaupt jetzt sagen wollte, auch bei Altes irgendwann. Ach, guck mal da. Was halt bei Altes irgendwann halt so war, wenn du halt einen Überfall gemacht hast, dann hieß es irgendwann nur noch so, wer steigt schneller aus und kann als erster schießen. Ja, Altes Live, ungelogen, hier, zitiert das bitte und schreibt es unten in die Kommentare. Altes Live ist einfach nur ein PvP-Server mit Anti-Angriffsregel. Verzeihung, wenn ich das sage und Leute beleidige, aber... Ich habe letztens gehört, wenn man grüne Zonen auf einer Karte braucht, dann ist der Server vorbei. Das ist richtig, ja. Wenn der Server eine PvP-Zone hat, dann weißt du ganz genau, das ist kein RP-Server mehr. Bewegen sich ja. Das ist ein bisschen scary, ey. Ich hab denen das Gehirn entfernt eigentlich, also die dürfen sich eigentlich nicht mehr bewegen können. Ja, nee, aber sein Kopf bewegt sich. Nicht? Hör auf, dich zu bewegen. Du Dreckiger! Oh, shit! Schieß mal drauf, schieß mal drauf, schieß mal drauf. Oh Gott, oh Gott. Macht er. Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Schieß! Oh, okay. It's dead. Könntest du bitte nicht auf die riesigen Monster schießen, danke. Ich bin blind, Alter. Wieso bist du blind? Weiß nicht, das Monster hat mich erblindet. Was? Ernsthaft? Oh, ja. Shit. Das ist tot. Kannst du mir helfen? Tactical Class ist dabei. David? Ja? Ja, ich bin hier. Ich bin neben dir, links von dir. Warum sehe ich nichts? Ich kann echt nichts mehr sehen. Tut mir leid. Oh Gott. David, kannst du mir irgendwie helfen? Kannst du irgendwas auf mich benutzen? Bist du eigentlich nicht verwundet? Was? Ich bin blind! Ich habe das Gefühl, dass das halt kein Teil von ACE ist. Ich glaube, ganz ehrlich, du hast das Monster gekillt, Alter, und in dem Moment ist das so ein Mind-Controller. In dem Moment hat es mein Mind controlled und deswegen bin ich jetzt in dem Vieh drin, Alter, David. Pack das Ding ins Auto, wir fahren nach Hause. Wir müssen meinen Geist da wieder rausbekommen. Lebt's noch? Ich hab's umgebracht. Digga, du hast mich umgebracht! So, hi David, ich kann wieder sehen, grüß dich. So, Fazit ist also, was wollte ich eigentlich mit dem ganzen Video sagen hier? So, dieses Video, limitiert auf ca. 5 Minuten, ist... David und ich sind ein gutes Team. Ich liebe David, David ist ein großartiger Mensch. Hi. Und wir haben eine Menge Scheiße zusammen erlebt in Arma. Und ich möchte noch eine Menge Scheiß zusammen mit dir erleben, entweder in Arma oder in jedem anderen Spiel, was mir Spaß macht. Derzeit ist es eben Arma. Arma bietet die meisten Möglichkeiten. Und wir haben jede Möglichkeit in Arma erschöpft. Und so geht es vielen Leuten. Das ist der Grund, warum viele Leute aufhören zu zocken, ganz ehrlich. Und um eben sozusagen noch weiter Interesse an Arma aufrechtzuerhalten, beziehungsweise für mich persönlich auch, ich kann ja auch nicht immer den gleichen Scheiß machen. Ich kann nicht einfach gute Laune haben für ein Video und sagen, hey, es muss Altes Live kommen oder es muss die Roleplay-Modifikation kommen. Ich muss es spielen, ansonsten kann ich meinen Lebensunterhalt nicht finanzieren. Weißt du, das ist
eine gefährliche Situation, die passieren könnte und die vielen YouTubern so geht, die sich sagen, hey, ich muss den Scheiß durchziehen, ansonsten kein YouTube, kein Live, kein nicht mehr das, was man macht und liebt. Wie mache ich das also am besten? Wir machen unseren eigenen Server auf oder wir machen unseren eigenen Event-Server auf. Und die Event-Server sind eine gute Sache, mit vielen neuen Mods viele neue Game-Modis zu machen. Also wir benutzen coole neue Mods, die cool sind, die neue coole Features haben, die man coole Aufnahmen drehen kann. Und am Ende des Tages hat jeder Spaß. Die Community kann mit mir zusammenspielen, dummerweise nur limitiert, dummerweise nicht public, aber was zum Teufel sollen wir tun? Das sind teilweise Sachen, die eben nicht public-tauglich sind. Den Stalker-Server kann man nicht public machen. Es tut mir sehr leid, es wird sicherlich irgendjemanden geben, der das machen wird. Der wird dann sowas sagen wie, hey, ich habe den Muna 7 Stalker-Server online gemacht. Wenn das irgendjemand da draußen macht und wenn ihr das lest, dass es einen Public Stalker-Server gibt, der nicht zufälligerweise von mir angekündigt wurde, dann ist das einfach nur eine schlechte Kopie und ich kann nicht sagen, dass ich nicht das gleiche erleben werde, was ich mache. Nur so ganz nebenbei. Oder was ich gemacht habe, um diesen Server hier so zu machen, wie er ist. Nur so ganz nebenbei. Das ist übrigens ein riesiger Blutlache unter dir. Es ist so... Die Event-Server sind halt eben die Regelung, die ich derzeit gefunden habe, um meine Liebe für Arma vernünftig aufleben zu lassen. Und ich würde ganz gerne meine Liebe zu Arma weiter fortführen. Und noch viel, viel mehr Scheiße erleben in Arma. Mit vielen, vielen Mods und vielen, vielen neuen Möglichkeiten, neuen Game-Modis, neuen Szenarien, die man spielen kann. Das ist erst der Anfang. Das ist das erste Projekt wirklich, was ich komplett durchgeplant habe. Das erste eigene Server-Konzept. Komplett eigenen Server. Komplett eigen organisiert. Komplett mit eigenen Leuten ausgeführt. Das Ding ist hier ein absoluter organisatorischer Albtraum gewesen für mich. Und, der macht sich vom Prinzip aus so nicht bezahlt. Sagen wir es mal ganz einfach so. Würde es nur ums Wirtschaftliche gehen, dann würde ich nicht diesen Stalker-Server machen hier. Der Stalker-Server hier, und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen sollte und ob das nicht euer Weltbild zerstört von YouTubern oder so, aber da draußen gibt es YouTuber, die seit Ewigkeiten ein und dasselbe Spiel spielen, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie die Viewerbase aufrechterhalten werden kann. Und das ist eine schreckliche Situation, die jeder YouTuber ist. Und das ist eine Sache, die unfassbar kacke ist. Vor allem für Leute, die den ganzen Scheiß jeden Tag machen. Wenn man wie ich jeden Tag Arma spielt, dann möchtest du eben was Frisches haben. Und das ist eben die Lösung, wie ich was Frisches bekomme. Indem ich einfach die eigenen Server aufmache und meine Leute, und das ist das Allerwichtigste, immer im absoluten Unklaren lasse. Ich werde David niemals erzählen, was ich plane und was wir machen, damit alles immer echt und authentisch ist. Und echte und authentische Videos ist das, was ich machen möchte. Und würde ich irgendwann Filme aufnehmen, und es gibt da so einen amerikanischen YouTuber, der gigantisch groß ist mit ein paar Millionen Abos, der verdammt viele DayZ-Videos damals gemacht hat und jetzt auch gewechselt ist auf so DayZ/Tanoa-Überlebensvideos, die vollkommen durchgeskriptet sind und was einfach nur Filme sind, dann sind die verdammt gut anzusehen, aber das ist nicht der Anspruch, den ich an meine Videos habe. Und sollte ich irgendwann in die Situation kommen, benenne ich meine Videos auch Filme und sag nicht, dass ich als SAS-Klasse mitten im Wasser gespawnt bin und gerade aufs Festland zufahre. Just saying. Für den Fall, dass ihr verstanden habt, was ich damit meine, postet in die Kommentare. Ich habe großen Respekt vor diesem Mann. Dieser Mann ist ein kreativer Ansporn für mich und ich habe so viel gelernt über ihn und ich habe das Gefühl, dass diese Person, Frankie eben, verdammte Scheiße, ich sage einfach ein Wort, dass Frankie mir um einiges voraus ist und schon damals um einiges voraus war und ich eine Menge lernen kann von dem guten Mann, aber das ist einfach nicht mehr das, was der Spieler leben kann. Mit den Event-Servern hier eben, ist es möglich für eine ausgewählte Art von Spieler und vielleicht sogar irgendwann, wenn ein anderes Konzept kommt für Public-Spieler, eben besondere Situationen zu erleben, ohne dass man eben alles durchplanen muss, à la Frankie. Und wie gesagt, der Einzige, was bei uns geplant ist, dass es eine coole Sache gibt, die ich meinen Jungs zeigen möchte und was wir daraus machen, das entscheidet David, Knüppel, Lucky oder der andere Typ. Kevin. Ja, und ich denke, das werde ich ganz am Ende anhängen und sagen, ey, für das Fazit einmal hier hingehen. Wir haben nämlich auch ein sehr, sehr interessantes Team und ich darf das kurz vorstellen. Wir haben David, das ist der Funny Guy, wir haben mich, ich bin normalerweise der Typ, der die Calls macht und irgendwie sagt, wo es lang geht. Klingt vielleicht gemein, aber ich bin normalerweise der sagt, jetzt müssen wir weiter, ansonsten stehen wir Ewigkeiten und David redet darüber, dass er aus Reibung Eiweiß macht. Hast du gesagt, David, möchte ich anmerken. Ich weiß natürlich, aber es war mega lustig. David ist einfach eine lustige Frohnatur und ich liebe David, das habe ich tausendmal schon gesagt, David, du bist der Beste. Kevin ist einfach durch seine unvorhersehbare Art immer wieder eine Bereicherung für uns. Ist ja nur Lego-Kopf. Kevin ist halt unser, wenn ich unser Kevin sage, denken wieder alle so, ich will ihn für einen Retard abstempeln. Aber ungelogen, Kevin ist einfach ein sehr, sehr eigenwilliger Mensch und dadurch entstehen interessante Dinge. Lucky ist zum Beispiel der Typ, der jede Gelegenheit nutzt, um mich oder alles und jeden immer in die Pfanne zu hauen oder uns zu backstabben, was sehr interessant ist, weil wir wollen ja nicht alle immer nur die Leute sagen, die, ey, ja, wir machen dies und das ist gut, was du sagst, Daniel. Lucky ist meistens der Typ, der mich unterbricht oder einfach nur gemein zu mir ist, weil er ein Penner ist. Das ist richtig.
Ja, und Knüppel ist halt der lustige Inder, ne? Und er ist tätowiert. Also, hey, Menge Angriffsfläche für unsere Seite. Der Knüppel ist einfach. Weil Reinhaut reinhaut. Weil Reinhaut reinhaut, ja. Der Knüppel ist halt einfach eine geile Sau, ganz ehrlich. Der ist unglaublich skilled in dem Spiel. Gleichzeitig auch, wie jeder andere auch, von denen, die ich gerade aufgezählt habe, ein guter Freund und auch eben eine Bereicherung für den Kram. So. Ohne Team hätte ich keine Lust an den ganzen Kram, ja. Bundesien gibt es, weil das Team dahinter steht und mit dem Team lustige Sachen gemacht werden können. Das heißt nicht, dass ich alleine unfähig bin. Das heißt einfach, dass ich es genieße, Arma 3 zu spielen mit guten Freunden, so wie David, Knüppel und Co. Und Kevin. Und Lucky. Hi. Hi, David. Schön, dass du da bist. Oh. Übrigens, jedes Mal winke. Ja, ich weiß, wer ist im Mütze, Mikro. So. Oh. Und jetzt halten wir unser Lieblingsspiel frisch und gucken, dass wir noch tolle Sachen erleben können. Und das am besten, indem wir nicht zum 3 Millionensten Mal einen Überfall machen als live, sondern indem wir mal was Frisches ausprobieren wollen. Und wir gucken mal, wo uns das hinführt. Denn so ein Event-Server ist meistens ein Prototyp für großartige Ideen. Und wer weiß, wo uns zukünftige Event-Server hinführen. Wenn ihr daran teilhaben möchtet, dann bewerbt euch einfach. Und dann gucken wir mal, wie viele Leute wir das nächste Mal haben. Und ich hoffe, dass, nur weil ich gesagt habe, dann bewerbt euch doch einmal, dass ich wieder 8000 Bewerbungen komme. Weil das war ein absolutes Nightmare, die alle durchzugehen. Albtraum. Nachtmar war das, ein Nachtmar. Sag mal Nachtmar noch, ist Nachtmar zu altdeutsch? Ist ja, was? Im Leben noch nie gehört, mehr. Nicht, sein. Nicht? Nachtmar? Ich kenne Nachtmar nur als Definition von Monstern. Echt? Ja, Nachtmar, ich glaube, ist es super altdeutsch oder so? Keine Ahnung, Alter. Vielleicht habe ich auch zu viel auf Wikipedia rumgehangen und auf einen Random-Button gedrückt und über irgendwelche Tunnelsysteme in San Francisco gelesen. Wer weiß, man. Ja, ich habe so das Gefühl. Ja, ohne Scheiß, das ganze YouTube, das kommt hier nicht gut, ey. Ja, ungelogen, ey. Ja, aber vielleicht muss man einfach hin und wieder mal über sowas reden, weißt du? Man muss, vielleicht, das Problem ist immer so, wenn ich denke, dass ich alles klar mache, heißt das noch lange nicht, dass ich alles klar mache. Und ich hoffe damit, dass hier einiges klarer geworden ist. Klar, das Video ist eine Stunde lang und das kostet sich nicht jeder an. Aber ich hoffe, dass irgendjemand zumindest ans Ende geskippt ist, falls jemand eine Frage hat. Oder das für den Fall, dass ihr eine Frage habt oder dass irgendjemand unklar unklar ist, was ist eigentlich mit Munasi bloß? Warum ist das so ein weirder Typ und warum spielt er nicht mit den und den YouTuber zusammen? Das liegt hauptsächlich daran, weil normalerweise Munasi sein Lieblingsteam hat und ich mit meinem Team zusammen spiele. Jetzt habe ich die nächste Frage eingeleitet. Ich wollte eigentlich ein Schlusswort draus machen. Warum spiele ich eigentlich nicht mit den und den YouTuber zusammen? Warum ist Pizmi plötzlich dabei und warum habe ich irgendwie 2 Jahre lang nicht mit Pizmi gespielt? Ihr könnt es überraschen, jeder eigene YouTuber hat irgendwo noch einen anderen Channel und normalerweise habe ich mein Team, womit ich die ganzen Sachen durchplane. Und mein Team ist auch irgendwie, also zum Beispiel David hier, ne, ich habe ja am Anfang gesagt, der arbeitet. Ah ja. Das bedeutet übrigens, dass David meistens nur abends zu Hause ist. Das bedeutet, ich mache den ganzen Tag über, schneide ich Videos, abends kommt David und ich denke so, wow, David ist da, fuck, habe ich gute Laune? Ja, nein, vielleicht, vielleicht, reicht. Und dann nehmen wir eine Aufnahme, machen wir eine Aufnahme auf. Und, worauf wollte ich hinaus? Und vom Prinzip her, teilweise nehmen wir ein bisschen die Nacht auf und das ist alles fürchterlich unflexibel. Wie gesagt, wir sind alles impulsive Menschen und wir nehmen nicht nach Termin auf. So. Ich schließe nichts aus, aber ich kann auch nichts versprechen. Ganz einfach. Ja, und meistens ist es halt auch so, dass die anderen halt auch einfach das Termin nicht halt mehr schwer ist, da eine Zeit zur Überschneidung zu finden. Ja, ich erinnere mich an Dalukat, mit dem ich seit Monaten mal wieder was aufnehmen wollte, aber ich Dalukat immer erst nach 23 Uhr oder so einlade und er dann sagt, hey Digga, ich gehe jetzt schlafen. Ich so, ja wieso? Bin nur noch 5 Stunden wach und schneide Videos. Du faule Sau. Und dann sagt er mir um 7 Uhr morgens und sagt, warum pennst du denn noch? Ich so, ja, weil ich bis 3 Uhr 4 Uhr morgens Videos geschnitten habe. Keine Ahnung, es ist tatsächlich hier ein Job, der YouTube-Kram. Aber das ist meine Leidenschaft und ich liebe den Kram hier. Und ich hoffe, ihr liebt das, was ich mache, hier auch. Beziehungsweise mögt die Videos, ihr müsst es nicht mehr lieben. Und ich hoffe, dass 1-2 Sachen klarer geworden sind für all die Leute, die Interesse daran hatten, was ist eigentlich mit Mune 7 los? Und wir müssen reden. Ist das ein guter, ist guter Titel für das Video? Oder? Ich finde es cool, ja. Wir haben jetzt fast nur RP-Videos bearbeitet. So. Ich glaube nicht, dass. Vielleicht skippen Leute auch nur bis zum Ende und hören jetzt so, was ist los, ey. Ich wollte eigentlich was über CSGO hören. Ja. Das ist ja gar keine RP-Aufnahme. Hm. Ja, ich habe RP gemacht. Eigentlich geht es mir nur ums Geld im Fixer und abonniert DaveTV auf twitch.tv. Hey, DaveTV. Let's go, DaveTV. Nein, jetzt merken die Leute, dass ich sterben kann. Oh Gott, wir hacken. Oder vielleicht ist das quasi ein eigener Server. Wir wollten nicht sterben. Wir wollten nicht sterben im Autounfall. Oh das Gott. Das ist nicht lustig, weil das ziemlich oft passiert. Ich geb dir gerne das Abschlusswort. David, was möchtest du noch zu unseren... Wie hast du das nochmal am Anfang genannt? Wäre das kein Podcast? Das ist... Ein Podcast. Oh ja, sorry. Ein Video... Und, ich weiß nicht mehr, was Podcast heißt. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und dass ihr dabei seid, wart und sein werdet hoffentlich. Und wir machen den Kram
erstens, weil wir uns das Spaß macht und weil ihr Spaß dran habt. Weil es unglaublich cool ist, zu wissen, dass es Leute da draußen gibt, die das halt unglaublich feiern. Und das feiern wir. Und das spornt uns an, den Kram weiterzumachen. Auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist. Das ist richtig, ja. Einschlafen? Ich habe auf deinen Schritt geachtet. Ach so. Entschuldige. Das ist kranke Schwein. Ich bin eine Frau, was soll ich machen, Alter? Ich bin auch nur eine Frau, okay? Frauen gucken auch auf primäre Geschlecht, sogar von Männern, nur ein bisschen dezenter. Look at my butt. Danke fürs Zuschauen, Jungs. Das, was David gesagt hat und noch vieles mehr. Wenn ihr Fragen habt, postet sie unten rein. Wir beantworten die Fragen dann. Das ist der erste Podcast, den ich jemals gemacht habe und der ist fürchterlich unstrukturiert geworden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß daran. Hinterlasst uns ein Feedback dazu. Normalerweise ist Feedback immer genau das, was vom Prinzip her Dinge besser macht. Ohne Feedback keine Änderung. Manchmal muss man keine Änderung machen, aber Feedback, dass keine Änderung notwendig ist, ist auch Feedback und damit gutes Feedback. Und Feedback heißt Fütter zurück und füttert uns jetzt ganz viele neue Informationen zurück über Dinge, die ihr denkt, nachdem ihr den Kram gesehen habt oder Fragen, die ungeklärt sind. Das ist wichtig. Ich habe nicht Unge gesagt wegen Unge. So. Feedback heißt übrigens nicht, oh mein Gott, XY ist mit dabei, das finde ich scheiße, Dislike. Ja, das ist Feedback. Das ist kein Feedback, aber das ist ein ganz normaler Kommentar. Ein YouTube-Kommentar muss nicht immer Feedback sein, aber hier frage ich speziell nach Feedback. Das ist der Unterschied. Weißt du, ich kann ja keine Erwartungen an die Kommentarschreiber schreiben. Im Sinne so, das sind keine Leute, die ausgebildete Fütterzurücker sind, sondern da sind alles Leute dabei. Die einen sagen, ey, das ist mega nice, die anderen sagen, das ist mega scheiße. Ist natürlich schade, dass die Leute, die schreiben, das ist alles mega scheiße, kein Feedback dazu geben. Hier wird explizit gefragt, hey, bitte, gebt uns Feedback. Gebt uns Verbesserungsvorschläge. Versucht konstruktiv zu sein. Falls ihr nicht konstruktiv sein wollt, seid es halt nicht. Aber es wäre cool, wenn ihr es könnt. Und ich kann keinerlei Erwartungen an euch stellen, dass ihr gute Futterzurücker seid oder so. Weil normalerweise bin ich froh genug, wenn ihr überhaupt irgendwas schreibt. Manchmal. Außer ihr beleidigt mich, ihr miesen Arschpenner. Don't be an asshole. Don't be an asshole, genau. Das war übrigens der Grundsatz des RP-Servers. Seid kein Arschloch. Und wenn ihr kein Arschloch seid, ja, und jetzt kommt Live-Tipp Nummer 1 von Daniel nach seinem ersten Podcast. Wenn ihr kein Arschloch im Leben seid, an Humologen macht ihr alles richtig. Just saying. So. Okay. Auf Wiedersehen. Dankeschön, David. Beautiful, fürs Zuhören. Beautiful last words. Dankeschön. Jetzt mal auch nochmal ins Gesicht schießen.